Dwarat wird man wohl noch sagen dürfen. Ist ein beliebter Spruch in Bayern. Obwohl ja jeder weiß, dass man Dwarat eher nicht sagen sollte. Ein zweiter Spruch, ich glaube, der macht's Mandel für. Das heißt, einer halluziniert. Und das finde ich passt gut zum ersten Spruch. Wenn einer sagt, Dwarat wird man auch deinersten sagen dürfen, dann gehört dazu der Spruch, den macht's Mandel für.